Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen. Ja, es wird gerade eben schon wieder Nacht. Und herzlich willkommen in Craft World, wo es gerade eben, wie gesagt, Nacht wird. Oh, da sehe ich gerade irgendwas. Moment, Zwerg auswählen. Stopp! Oh, das schafft er. Jawohl. Hier sehe ich gerade eben ein Erdloch, das geschlossen werden sollte. Dann haben wir nämlich diesen Bereich ja auch schon mal fertig. So, und die Geschwindigkeit muss gerade eben mal erhöht werden. So, und jetzt lasse ich dich auch wieder frei, du kleiner Zwerg. Frei wie ein Vogel. Oh, Moment. Zwerg auswählen. Steuern. So, da hat es mich hier zumachen. Bim. Nein. Bim. Nein. Ach, mach halt alles kaputt. So. 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 Und weg mit. Ja, das interessiert mich gerade eben. Das wollte ich nicht. So, Moment. Genau, dich bauen wir zu. Genauso wie hier. So. Dann können wir nämlich an der Stelle das so machen. Das ist wunderbar. Dann haben wir hier schon mal einiges jetzt vorbereitet. Im Großen und Ganzen gilt das Gleiche ja eigentlich auch für das hier. So, dann lasse ich dich wieder frei. Das heißt, wir haben jetzt hier so einiges gemacht. Oh, und da läuft schon wieder Schweinefett rum. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach Gott, und wir haben hier gar keine Lampe mehr. Das ist ja ärgerlich. Ich möchte meine Lampe hier wieder haben. Wo war denn die? Da sind die Lampen. Jawohl, Moment, Moment, Moment. Oh, und ich erinnere mich gerade, wo ich jetzt hier gerade eben die Truhe sehe. Wir hatten ja immer noch da unten einen Raum, der unbedingt besichtigt werden wollte. Hm. Ach, da ist ein Loch reingeschlagen. Ach, du Schande. Das sehe ich jetzt erst. Das ist nicht gut. Mach da mal wieder zu. Die bösartigen Viechers haben da alles kaputt gemacht. Apropos bösartige Viechers, da wird schon wieder angeklopft, wo es nicht erlaubt ist. Der rennt schon wieder los, lässt alles fallen. So. Zwerg auswählen, Zwerg steuern. Wir machen das ganz, ganz kurz mal von Hand. So, hingemacht. Zip, 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 zip. Soweit erledigt. Und dann runter. Wir können ja gerade eben auf dem Weg nach unten hier nochmal ein bisschen Wasser setzen. Wir haben immer noch kein... Ah, stirb! Na endlich. Habe ich dich erwischt, du blödes Schneckentier. Das hast du dir verdient. So. Moment, an der Stelle. Sind wir ins Wasser gefallen. Das war nicht beabsichtigt. Komm, Schmelze. Na also. Können wir das hier so hinmachen? Da kommen wir nicht hin. Okay. Ich möchte mal was versuchen. Komm, geh da runter, geh da runter, geh da runter. Na, das kriegt er irgendwie nicht hin. Okay, hat sich erledigt an der Stelle. Dann müssen wir es halt nochmal so machen. Na, na. Boah, ey. Und jetzt. Nein! Nein! Zwerg auswählen, steuern. Geht der jetzt schon wieder hin? Nein, ich möchte, dass du ganz darüber gehst, mein kleiner Freund. Moment, an der Stelle. Jawohl, ja! Juhu, wir haben Fische! Wir haben Fische. Ich fasse es nicht, Leute. Wir haben einen Fisch! Wir haben es geschafft. Die Durststrecke, oder in dem Fall die Hungerstrecke, ist überwunden. Ich habe Leben aus dem Nichts erschaffen. Ich bin ein Zwergengott. Naja, man soll es nicht übertreiben, ne? Aber das freut mich gerade eben wirklich sehr. Jawoll. Juhu. Da, 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 da. Innerliche Party. So, apropos innerliche Party. Irgendwo hier. Nee, das war ja falsch. Das war so falsch. Das, Moment. Das hier ist definitiv kein Bergarbeiter, sonst würde das schneller gehen. Wir müssen weiter. Ups. Einfach eins weiter. Ich bin hier falsch. Ich bin hier total falsch. Ich möchte zu diesem anderen, Moment. Ich verwechsel gerade eben was. Wir haben ja noch zwei solche Gebiete. Eines ist irgendwo noch links. Das muss ich mal raussuchen.
Eines war irgendwo. Ich raff's gerade nicht. Ach, das war ganz da drüben und eines war. Eines haben wir doch geklärt. War das etwa das Rechte, was ich dachte, wo wir sind? Okay. Ich bin gerade eben total neben mir, weil ich mich so freue. So, Moment mal, dann können wir das ja auch gleich mal rausschlagen, wenn wir ohnehin schon hier sind. Auf magische Art und Weise prügelt der Zwerg mitten durch den Sandstein und durch die Erde durch und löst dort das Kohleflöz einfach so in Luft auf. Und hoch. Ja, irgendwie müssen wir an die Kohle da drin auch noch rankommen. So, genau. Jetzt beschleunigen wir mal auf das Doppelte. Hui, kann der schnell laufen. Lauf, 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 du kleiner Zwerg, du. Lauf! Als wie so schnell dich denn die beiden tragen können. So, genau. Hier müssen wir lang. Hier war unsere Wasserfarm. Moment. Das kriegen wir anders hin. Zip, zip. Genau. Jetzt. Jetzt gefällt mir das schon deutlich besser. Apropos Wasser. So, 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 so. Moment. Können wir auch gleich mal Wasser anbauen, wenn wir ohnehin schon da sind, ne? Eine Spinne ist da oben, die soll uns aber gerade eben mal sowas von Schnurzpiep egal sein. Oh, Moment. Die werden wir noch brauchen für die Tesla-Türme. Ach Gott, scheiß Spinne. Pfui, Spinne! So. Geschwindigkeit mal auf 1 gesetzt. Kann ich das irgendwie öffnen? Kann ich das öffnen? Das ist die Frage. Ha, Tatsache. So, Zwerg auswählen, ja, ja. Zwerg steuern. So, abbauen. Ist ja cool. Das geht gerade einfach so. Boah, was da alles bei rauskommt. So, das nehmen wir einfach mal alles mit. So. Wo kommt der hässliche Dicke? Lass uns in Ruhe. Hopp. Er schnappt nach uns, aber er kriegt uns nicht. Wir sind zu flink. Eieiei. Das ist eine Monsterfalle da unten. Jetzt gucken wir mal, dass wir da schnell wieder rauskommen. So, raus mit dir. Und erstmal nach Hause. Wobei, auf der anderen Seite, ich habe eine Idee. Sammelt euch doch mal alle hier. Ich möchte, dass alle hier sind. Dann wird hier einfach mal dieser Raum kurz mal mit maximaler möglicher Gewalt geklärt. So, Moment, 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 Moment. Wo haben wir es denn? Hier, eine Fackel, 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 Fackel. Fackel, Fackel? Nicht lange Fackel. Genau, Fackel dahin. Zwerg auswählen. Zwerg steuern. Jetzt wird hier erstmal Licht gemacht. Denn, Moment. Das ist gerade eben nicht gut. Lass mich in Ruhe. Na, komm schon. Das geht irgendwie nicht, solange man... Was hat denn der jetzt für ein Problem? Oh, nix wie weg. Uiuiui. Na, mach den fertig. Mach den fertig! Deswegen seid ihr hier und wegen nichts anderem. Tja, die Bogenschützen, die gehen ab. So gefällt mir das. Moment, Geschwindigkeit auf 1. Steuern und jetzt möchte ich... Ah, jetzt leuchten hier Lichter. Ich weiß gar nicht, warum jetzt hier Lichter leuchten. Ich glaube, das ist, wenn einfach genügend Zwerge da sind, dann leuchten plötzlich Lichter. Entfernen die Bergarbeiter, nicht die Steinmauer, den Steinofen, den Eisenkäfig, alles abbauen. Alles meins! Auch die Holzfalle können wir mitnehmen. Wir lassen nichts, aber auch gar nichts da. Nein, ich will das dekorative Schild natürlich haben. So, auch hier noch die Holzfalle, hier nochmal den Klodeckel. Ach, und der ja, ich dachte, der führt's weiter. Okay, so kann man sich irren. Das Spiel hat mich veräppelt. Aber ist irrelevant. Es ist trotzdem total geil, was hier zu finden ist. So. Geschwindigkeit erhöhen. Wobei, ich bin gerade immer am Überlegen. Spendieren wir ihnen doch tatsächlich mal hier so eine
klitzekleine Beschleunigung. Die könnte tatsächlich helfen. Und auch hier könnte man eigentlich... Ja, die Steinmauer, ja, genau, die Steinmauer. Die Steinmauer will ich haben. Sehr gut. Immer her damit. Immer... Nein, nicht Zwerg steuern. Nein! Ich will hier nicht die Viecher angreifen. Ist ja nicht zu fassen. So, jetzt wird hier mal ordentlich aufgeräumt. Steinmauer, die Steinmauer, die Steinmauer muss weg. Die Steinmauer, die Steinmauer, die Steinmauer muss weg. So, wenn ich, wenn ich aufhören soll zu singen, müsst ihr es liken. Das Video. Ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Umgekehrte Psychologie sozusagen. So, da 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 da. Und auch hier kommt die Steinmauer weg. Wir nehmen ja, also das ist ja gerade maximales Ausplündern, was wir betreiben. Gnadenlos wird hier die Bude auseinandergenommen. Steinmauer und Steinmauer. So, halt, Moment. Ihr bekommt nochmal eine. Da bin ich mal jetzt nicht so. Geht definitiv so schneller. So, sehr gut. Und da kommen wir auch noch später ran, wenn wir wollen. Und ja, wir werden sowas von wollen. Die Leiter kann hier weg, die Leiter kann hier weg, die Leiter kann hier weg. Das und das kann auch weg. Und das und das und das und das auch. Dann haben wir jetzt hier so ein schönes V und dann können sie quasi da rein und rausklettern, wie sie lustig sind. So viel dazu erstmal. So, und nochmal mal ganz, ganz kurz schauen. Können wir? Nein, können wir nicht. Wir brauchen noch mehr Stoff. Und für mehr Stoff brauchen wir wiederum mehr von allem. Genau, wir brauchten ja noch zwei Bettchen mussten wir noch machen, ne? Ich erinnere mich. Ja. Ne, sogar drei. Eins, zwei, drei. Wir können aber auch drei herstellen. Das ist genau das Richtige. Und das heißt, wir können jetzt einfach... Nein, nicht die Holzmauer entfernen. Das Blätterbett... Und ist entfernt. Hier haben wir schon ein richtiges. Wobei ich glaube, das ist nicht das Richtige. Doch, das ist das Richtige. Okay, dann haben wir sozusagen schon mal für die Zukunft vorgesorgt, wenn wir den 11. Zwerg bekommen. Ist ja auch kein Fehler, ne? Der wird auch früher oder später ein Bettchen brauchen. Hier wird Wasser gesammelt, bevor das Wasser hier verschwindet. So, und daher wir jetzt hier endlich mal Fische haben. Oh, und was für Fische! Jawohl, wir haben dreimal Fisch. Das ist genial. So, dann können wir das jetzt mal abbauen. So, Moment. Dann brauchen wir jetzt eine Angelrute. Wir haben nämlich noch gar keine, wie ich gerade eben feststelle. Weil ich die mehr gespart habe. Weil wir festgestellt haben, dass wir in der Richtung ja gar nichts machen können. So, Moment, wo waren die? Die Angelrute. Hier. Sehr gut. Wir können angeln. Das ist so wunderschön. So, bauen wir gleich mal zwei. Dann können wir gleich mit zwei Zwergen da arbeiten. So, schön. Angeln. Angeln. So soll's sein. So, entferne das hier. Hier. Das ist auch der Traum eines jeden Zwergs. Einmal hier durchrandalieren, ne? Der geht einmal durch. Haha, Stirbbett, Stirbbett, Stirbbett. So, Moment. Zwerg auswählen und den Zwergen steuern. Wir bauen jetzt hier gerade eben nochmal eine Kleinigkeit um. Dann kommen wir nämlich besser da unten an unseren Teich ran. Der Teich wird nämlich jetzt demnächst Teil der Wohnung. Hier fehlt ja ohnehin noch so das eine oder andere... Die eine oder andere Feinarbeit, nennen wir es mal so. So, genau. Und jetzt können wir das so machen. So. Oh, geil. Ein Buch des Holzfällers. Hat sich gleich schon mal gelohnt. So, und so.
Zack. Das ist jetzt alles erstmal hier vertäfelt. Und tatsächlich sogar noch eine Goldmünze bei rumgekommen. Das macht die Sache sogar noch umso geiler. So, ich muss gerade mal schauen. Haben wir Brückenteile gebaut? Naja, bei unserem Glück eher nicht, so wie es aussieht. Doch, haben wir. Geil. Ja, dann können wir nämlich die hier auch gleich schon mal einsetzen. So. Dup, dup, dup. Sehr gut, weil das macht uns nämlich das Angeln hier deutlich leichter. Und Moment, an der Stelle gehört eigentlich genau sowas hier hin. Haben wir noch einen Klodeckel? Wir sollten eigentlich einen haben. Egal. Jetzt haben wir einen. Können wir nämlich hier wieder zumachen. So. Dann kommt da jetzt noch ein Leiterchen hin. Na komm schon, du kleine Leiter. Weil so stelle ich mir das... Nein! Ach, was soll denn der Blödsinn? Ich erwische das Falsche. So, dann kommt hier eine Fackel hin. Hier eine Fackel hin. Sehr gut. Und das da unten muss eigentlich nur noch eingesammelt werden. Und wir haben hier immer noch ein abgeschlossenes Gebiet. So, ich gehe noch auf die andere Seite. Dann machen wir das hier auch noch schön. Können wir eigentlich sogar noch das hier zumachen, ganz im Ernst. Wir brauchen das jetzt demnächst gar nicht mehr hier. So. Zugemacht. Und es wird geangelt. Ja, Aufgabe erfüllt, wir angeln. Ist das herrlich. So, Moment, an der Stelle will ich aber gerade eben nochmal gucken. Wir brauchen nämlich jetzt hier noch ein paar, ja, davon. Und... Ja, ich hab's ja eigentlich schon mal gemacht, ne? Ich weiß. So, jetzt haben wir genügend vorgeplant. Dann machen wir so eine Brücke rüber. Das heißt, die Zwerge können dann hier gefahrlos arbeiten. Hier haben wir dann noch mehr solche Räumlichkeiten. Und hier unten wird dann so nach und nach alles ausgebaut. Ist das schön. So, ja, genau. Schwimmen wir da durch. Momentan ist hier sozusagen ein bisschen Wasserweg angesagt. Aber das wird sich auch demnächst noch ändern. Was wollten ihr schon wieder da oben, ey? Komisches Volk. Nerviges Volk vor allem. Schon wieder diese Bösartigkeiten vor der Tür. So, erstmal wieder Salat hin. Ja. Yeah. Und hier muss demnächst mal jemand aufräumen. Schon wieder jemand low life. Ach ja. So, Moment. Jetzt müssen wir aber noch die Bettchen setzen. Nicht, dass wir das... Oh, wir haben einen Steinstuhl. Ach, ist das geil. Den will ich irgendwo definitiv gesetzt haben. Bequemes Bett. So, ich hoffe, da ist der Name auch Programm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, der hat immer noch da unten. Entferne das Blätterbett. So, und ihr sammelt da unten jetzt hoffentlich mal demnächst ein, dass ich hier... Naja, da liegt halt schon relativ viel. So, Steinstuhl. Ja, kann man so hinmachen. Der bringt ja hoffentlich auch ein... Jawoll! Gestaltet das Haus komfortabler! Ausgezeichnet! Der Steinstuhl, der hat ja sicherlich auch noch irgendwelche... Ja, immerhin Komfort 1. Ja, okay. Was? Okay. Ich weiß nicht, wie es geht, deswegen kann ich es nicht machen. Das ist so eine Sache. Also ich, man kann die sicherlich irgendwie craften, aber man muss es halt wissen, ne? Wenn du es nicht weißt, dann guckst du in die Röhre. So, Moment. Jawohl, wir haben jetzt hier schon wieder ein paar davon. Dann wird hier jetzt einfach mal weitergemacht. Und hier dann zugemacht. Und der erste Fisch wird transportiert. Nicht so lange, sonst wird er schlecht. Schön angeln. Ich lasse immer einen Fisch drin. Nicht, dass der Weiher sonst vergisst, dass er theoretisch Fische führt. Dann bin ich jetzt von Natur aus paranoid.
muss ja nicht sein, ne? Danach ist der Weiher wieder entfischt und das ist dann irgendwie doof. Ah, du fischst gerade eben. Auch recht. So, sammelst... Ne, du gehst irgendwo anders hin. Sammelst du jetzt irgendwas ein oder machst du irgendwas kaputt? Du sammelst noch ein. Moment, Zwerg. Auswählen. Steuern. Jetzt möchte ich natürlich, dass die auch abgemacht wird. So. Genau. Dann sieht das nämlich jetzt gleich hier ganz, ganz wohnlich aus. So, Moment, dann können wir das eigentlich... Nein! Nein! Du Trottelfisch, hör auf! Oder in dem Fall ich. Nicht das schöne Wasser da abholen, dass wir da extra... Ja. So, Moment, jetzt. Das hier machen wir noch, diese Folge. Ich weiß, dass wir schon wieder drüber sind. Das ist mir jetzt aber momentan gerade eben egal, weil es endlich mal so läuft, wie ich mir das vorstelle. So, und auch das hier wird abgebaut. So, zap, zap. Und zap, zap. Kann ich jetzt hier eigentlich... Ja genau, ich kann hier das verschwundene Wasser nochmal ganz, ganz schnell nachproduzieren. Was jetzt so gegebenermaßen sogar unsere Sache vereinfacht. Guckt euch das mal an. Das macht es jetzt deutlich einfacher. Das finde ich cool. Moment, wo haben wir die Tür? Oh, wir haben noch einen Stahlschott. Oder haben die diesen Stahlschott von oben kaputt gemacht? Ich nehme mal an, die haben es kaputt gemacht. So. Nee, haben sie gar nicht. Ist ja geil. Moment, dann kenne ich da nichts. Das ist die letzte Amtshandlung in dieser Folge, liebe Leute. Hier wird sozusagen abgedichtet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.